lange nicht mehr gevloggt hier. So sollte das passen. Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Malermeister Andi und heute nehme ich euch endlich mal wieder mit in eine neue Woche. Ein Vlog startet. Lang ist es her. Wir haben diese Woche viel vor. Wir haben es Montag, kurz nach 7. Ich bereite gerade die Karre vor. Also sprich Auto ein bisschen einladen, erst ausladen und dann Auto einladen. Wir fahren als allererstes heute zu einer Garage, ungefähr 50 Quadratmeter. Die sollen wir schick beschichten. Da kommt gleich die Firma Jansa vorbei. Damit wir das Ganze vorarbeiten und dann morgen, übermorgen und überübermorgen kommt dann Sika vorbei. Dass wir dann die Beschichtung fertig bekommen, sprich einmal nivellieren, dies, das, Ananas, viel vor. Und ich habe immer gedacht, ich nehme euch mal wieder mit. Lang ist es her, viele haben mir immer mal wieder geschrieben, Andi, mach mal wieder einen Vlog. Und daher dachte ich, weißt was, diese Woche machst du es mal, diese Woche hast du coole Baustellen. Ich mache nebenbei ja noch ein Badezimmer, also kein ganzes Badezimmer, sondern nur Duschbereich, fugenlos. Und einen Flur nebenbei mache ich auch noch, muss ich mal gucken. Im Badezimmer kann ich auf jeden Fall filmen, wie es nachher aussieht im Flur. Da habe ich ja schon Vlies geklebt und so. Das ist eigentlich nur noch Streichen, eigentlich nichts mehr Wildes. Und dann geht es nächste Woche auf nach Köln, da habe ich Drehtermine. Aber da kann ich ja nochmal nächste Woche was zu sagen oder muss ich mal schauen, ob ich da überhaupt was zu sagen darf. Aber ihr könnt ja mal jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mal wieder mehr Bock habt auf Vlogs. Dann würde ich jede Woche oder jeden Tag mal versuchen, wieder die Kamera ein bisschen anzuschmeißen und da aus den ganzen Schnipseln mal wieder ein paar Videos zu drehen. So Freunde, ich habe jetzt hier Michael eingesammelt, beziehungsweise er holt gerade das Auto. Das ist der Techniker, muss ich gerne mal nachfragen. Von der Firma Jansa, da ist er schon und die Fahrt geht los, daher packe ich jetzt mal die Kamera weg. So Freunde, wir sind auf der Baustelle angekommen. Michael ist mir hinterhergefahren mit seinem eigenen Auto, weil das Auto voll ist mit Maschinen, randvoll. Bin sehr, sehr gespannt. Und so sieht hier die Baustelle aus. Wir haben hier einmal die Garage. Wir haben hier Betonestrich, den müssen wir einmal anschleifen. Und wurde halt auch nicht ganz so gut ausgearbeitet, ne? Muss man ja sagen. Also es wurde einfach mit der Latte damals abgezogen. Und so sieht das dementsprechend auch aus. Das war halt hier noch Bestand. Und dann wurde einmal drumherum gemauert. Und das müssen wir jetzt einmal vernünftig fräsen. Und dafür ist halt so. Der Michael ist da. Okay. Ja, du bist von der Firma Jansa? Genau. Bist du Techniker oder? Ja, Anwendungstechniker. Anwendungstechniker, weil ich habe vorhin Außendienst gesagt. Aber klar, wenn du eigentlich arbeitest, bist du Anwendungstechniker. Also ich war 12 Jahre lang Außendienster, Vertriebler und bin jetzt in die Anwendungstechnik gerutscht. Reingerutscht. Ich habe hier noch was für dich mit, damit du uns auch mal ein bisschen was erzählen kannst. Also hier im Vlog machen wir ein bisschen was und ich mache aber nochmal ein separates Video für die Leute, die wirklich auf Technik stehen, weil ich will da mal ein bisschen drauf eingehen, weil ich finde das schon ein interessantes Thema. Kannst du einfach mal anknipsen, dann versteht man dich ein bisschen besser. Du bist jetzt wie lange bei Jansa? 12 Jahre. 12 Jahre schon. Aber ich habe mal, ihr habt ja auch selber einen eigenen YouTube-Kanal. Genau. Da habe ich mal drauf rumgestöbert. Und das erste Video war, glaube ich, vor, was waren das, 15 Jahre? Oder sind es auch 12 Jahre? Oder 9 Jahre? Ich weiß nicht. Der Kanal ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr gerne mal abchecken. Aber auf jeden Fall hätte man das damals richtig durchgezogen, das hätte was gebracht. Ne? So aber einfach so vor 12 Jahren angefangen, das wäre krass gewesen. Besser spät als nie. So sieht's aus. Wir wollen uns die Maschinen mal näher bringen. Das Auto ist rappelvoll. Ne? Mal so sieht das Ganze hier aus. Wir schleifen das Ganze mit der Condor. Da hinten ist der große Staubsauger. Du hast ja gesagt, so ein Festool-Staubsauger packt das nicht so unbedingt. Ne? Wird schwierig. Wir haben einen ordentlichen. Auf Dauer, ne? Ja, schon nach kurzer Zeit. Also, echt, ja? Ja. Es ist einfach bei dieser großen Maschine oder bei dieser Liga haben wir eine sehr hohe Abtragsleistung. Ja. Man sieht, was wir runterbringen müssen. Und du willst ja nicht alle 2 Minuten deinen Staubsauger wechseln und entleeren Hall. Nee, dann wird es teuer mit dem Staubsaugerbeutel. Und du willst dein Schätzchen auch wahrscheinlich ein bisschen pflegen und hegen, das geliebte Staubsaugerchen. Und ja, das ist einfach so, wir haben eine kraftvolle Maschine, dann brauchen wir auch einen kraftvollen Staubsauger, damit wir den Dreck nicht in der Nase haben. Ne? Wir laden mal aus und dann gucken wir uns die Geräte mal genauer an. Wenn die Schafe hier mähen, weißt du, du bist auf dem Land. Absolut, echt, absolut. Mehr Land geht fast gar nicht, ne? Ne.
Ach, das ist so ein Zwischenbehälter denn, oder? So ein Zwischengerät, genau. Das macht bei großen Saugern Sinn. Ne? Also der hat Kraft, aber der hat einen relativ kleinen Kübel halt auch. Und wenn ich das Gerät dazwischen schalte, dann fällt der, ja, das meiste quasi hier schon rein. Deswegen Separator wird separiert. Ah. So schone ich ein bisschen. Also ein Vorabscheider so ungefähr. Ein Vorabscheider, ja. Richtig, genau. Klassischer Vorabscheider. Bloß eine Nummer größer. Ein bisschen größer, genau, ja. So, wir haben fast alles aufgebaut. Maschine steht, Staubsauger steht. Wir haben jetzt die ganze Zeit Offcam schon oder hat mich irgendwie alles mal so ein bisschen gezeigt. Ist schon ein anderer Schnack, ne? Allein schon der Staubsauger. Einfach mit, sagst du Turbine oder ne, Motor steht drauf, mit drei Motoren. Motoren, ja, Klammer Turbinen, richtig. Saugturbinen ist der Fachbegriff. Ne, drei Motoren, die wir separat schalten können. Also sprich, ist ja auch perfekt geschrieben, also so, dass es eigentlich auch jeder versteht. Ne? Rechte Seite, von uns aus rechte Seite. Einmal anschalten, hast du einen Motor, schaltest du die linke Seite an und rechte Seite ist dann aus, dann zwei Motoren und halt beide an, hast halt drei Motoren. Ne? Du schleifst jetzt hier auf jeden Fall mit drei Motoren. Ja, genau. Wenn wir selber schleifen, Bodenschleifen, kennst du wahrscheinlich auch, oder kennt ihr wahrscheinlich auch. Man denkt, es ist staubfrei, aber du gehst nach Hause und du, was hattest du? Du holst dir dann halt die Brocken aus der Nase. Guck mir mal die Böller aus. Die Böller, genau. Richtig stolz, die Bolle, ja. Ist ja auch halt so, ne? Auch wenn wir Wände schleifen oder so, du hast halt immer noch ein bisschen Schleifstaub in der Nase, was du eigentlich gar nicht so wahrnimmst, wenn du beim Schleifen bist und denkst, Mensch, das saugt aber gut ab. Und das hast du halt hier gar nicht. Genau, genau. Wir können auf jeden Fall, können wir jedes Gerät daran adaptieren. Deswegen eine Turbine für kleine Geräte, brauche ich mehr Kraft, habe ein größeres Gerät, kann ich auf zwei Turbinen gehen und habe ich jetzt, so wie unsere Condor halt hier, ein richtig großes Gerät, mache ich halt drei Turbinen. Ja. Also ich kann so ein bisschen spielen dann halt zu Gerät. Ne? Der zweite Faktor ist vielleicht auch der Strom. Wenn ich nicht überall richtig Stromanliegen habe, kann ich auch die Turbinen so ein bisschen halt bespielen, ja, dass also, da... Genau, du sagtest ja, wir brauchen auf jeden Fall, nicht auf jeden Fall, aber gut wäre zwei Stromkreise, ne? Genau, richtig, genau. Wir haben drei Turbinen, a 1100 Watt, dann sind wir bei 3,3. Ja. Habe ich eine Maschine jetzt auch nochmal mit 2,2, dann bin ich bei 5,3. Und dann jeder weiß, natürlich nicht, ohmische Gesetz, wie viel Strom aus einer Steckdose halt kommt. Die ist nicht unbegrenzt. Dann ist es halt sicherer für beide Geräte, auch für die Lebensdauer und für die Lebenszeit, zwei Stromkreisläufe halt zu nehmen. Wir sind eigentlich soweit ready, dass wir anfangen können, ne? Ich will noch mal kurz zeigen, was du da für eine Scheibe hast. Du bist natürlich bestmöglich ausgestattet. Du hast jetzt gesagt zu mir gerade eben, du hast jetzt eine Scheibe Mittelfeld. Genau. Also du hast gesagt, wir haben ja hier Estrichbeton. Ja. Und der Boden ist ja nicht gerade der weicheste. Nee, der ist schon ein bisschen härter. Da müssen wir ein bisschen rangehen, aber du sagst trotzdem, wir gehen jetzt mit dem Mittelfeld ran. Du hast sonst auch was mit, was dir das Zeug so runterpult. Genau. Gibt für alles die passende Scheibe. Ich fange aber immer erst klein an und steigere mich dann. Ja. Ja. Je nachdem, was ich jetzt hier vorfinde vom Gefühl halt, würde ich sagen, wir schleifen jetzt erstmal mit unserer PKD Split. Schön in Gold, genau, echt Gold. Wir haben hier ein sehr grobes Korn halt drin, was für einen sehr schnellen, aber schönen, feinen, gleichmäßigen Abtrag halt sorgt. Ja. Ja, damit fangen wir halt an. Insgesamt hier steht die auf 4 Füßen, ja, oder 8 von diesen Pin. Sehr hoher Aufbau, dadurch auch eine sehr hohe Standzeit und auch sehr viel Material halt drauf. Eine sehr hochwertige Scheibe. Klassische Frage, die wahrscheinlich oft gestellt wird, wie viele Quadratmeter schafft man damit? Genau, und das ist eine Frage, die ich mittlerweile abgewöhnt habe zu beantworten, ja. Weil ich nie weiß, was der Kunde oder der Verarbeiter auf der Baustelle wirklich macht. Bei optimalem Einsatz, 1 mm Abnutzung, bist du locker bei 1200 Quadratmeter. So, wir sind durch mit Schleifen. Sieht sehr gut aus. Michael baut jetzt nochmal eine andere Scheibe drauf, weil hier doch so ein, zwei Erhöhungen sind, die eine aggressivere Scheibe brauchen. Das ist unser Verriegelungssystem. Alles werkzeuglos. Wir brauchen nur diese Schraube. Einmal draufsetzen. Ne? Verriegeln. Zack. Und hiermit wird nur die Verriegelung fixiert. Sonst hat die keine... Und nur handfest, oder? Nur keine Kraft. Leicht anziehen, so wie man es kennt. Fertig. Holst du wieder raus und dann kann es losgehen.
So, Freunde, wir haben alles durchgeschliffen. Sieht topsche aus. Wir sind auch schon dabei, alles aufzuräumen. Wir haben gerade noch mal ein separates Video gemacht. Ich sag mal ein Technikvideo dazu, weil ich das gerne so jetzt mal für mich machen möchte, dass ich ein Video immer rein ums Technik geht, wer sich dafür interessiert für die Maschinen, dass man da mal vorbeischauen kann. Michael, ich sag schon mal vielen lieben Dank. Ich muss ein bisschen näher rankommen, weil da ist das Mikrofon. Vielen lieben Dank, dass du mich hier tatkräftig unterstützt hast, dass du mir die Produkte von euch mal näher gebracht hast. Sind auf jeden Fall Top-Produkte. Schaut unbedingt mal dran vorbei, wenn ihr im Segment Boden unterwegs seid. Weil das ist schon eine geile Geschichte, damit zu schleifen. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Habe auch schon zu dir mehrfach gesagt, lässt sich ein bisschen wie ein Einkaufswagen schieben. Ja. Also ich bin es halt gewohnt, mit einer Ein-Teller-Maschine zu arbeiten. Und dieses halt kannst du absolut nicht vergleichen. Also das ist, die Condor ist sowas um viel ruhiger. Ich hatte mir das ja, weil für mich war das erste Mal, dass ich mit so einer Boden, ich will immer Fräse sagen, mit so einem Bodenschleifer oder Sanierungsschleifer gearbeitet habe. Und ich dachte, das geht rubiater zurecht, muss ich sagen. Aber angenehm. Na gut, ne? Ja, jo. Doch. Ich soll ja noch die 400 Quadratmeter schleifen. Das mache ich dann auch mit der Condor. Und ich muss sagen, das wird schön. Musik in den Ohren, mediterrane Arbeit, einfach vorwegschleifen und den Tag genießen. Herrlich, da freue ich mich schon drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Was mir nur noch fehlt, ist der Otto. Weil in Heide wird halt mehr abgetragen und da macht es dann wenig Sinn, mit einem anderen Staubsauger zu arbeiten. Weil der Unterschied, habe ich jetzt schon gemerkt, ist schon riesig. Ne? Also mit den 3300 Watt ist schon brachial, was das Ding absaugt. Ne? Ja. Du düst jetzt gleich wieder los. Jo, ich mache mich auf den Part. Jo, vielen, vielen lieben Dank nochmal. Ich habe zu danken. Und wir werden uns bestimmt vielleicht nochmal sehen. Vielleicht sogar in Heide, wer weiß. Sehr gerne, würde mich freuen. Bis dahin, ciao, ciao. Nein, danke. Freunde, das Video ist lang genug, denn ich bin hier gerade am Schnibbeln, im Hintergrund. Ich bin ja gerade in Köln am Arbeiten, beziehungsweise ja, es ist auch Arbeit, aber andere Arbeit. Ich produziere Videos, ich soll in einer Woche 8 Videos produzieren, aber nicht für meinen Kanal. Wenn das alles soweit ist, dann kann ich euch da auf jeden Fall nochmal nähere Infos zu geben und dann auch kann ich euch zeigen, wo ihr die Videos sehen könnt, wenn ihr da Interesse dran habt. Ist auf jeden Fall auch Malerhandwerk, ganz klar, aber wie gesagt, nicht für meinen Kanal. Im nächsten Vlog geht es dann weiter in der Garage. Da geht es dann weiter mit Sika, was ich da alles gemacht habe. Aber da kommen auch nochmal separate Videos. Ich habe an einem Tag mehrere Videos produziert. Ich werde den Vlog jetzt immer so weiterführen. Zumindest versuche ich es, wenn das spannend bleibt. Ich hoffe, dir hat der Vlog gefallen. Denn ich habe mir mal wieder ein bisschen mehr, nicht mehr Mühe gegeben, aber ich hatte mal wieder ein bisschen mehr Zeit zum Schneiden. Und dann sieht man auch, finde ich zumindest, die Qualität ist ein bisschen besser. Ansonsten kannst du mir mal deine Meinung unten in die Kommentare schreiben. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne Däumchen nach oben. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns zum nächsten Video sehen. Und ich wünsche dir noch einen angenehmen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.